Ja, hallo zu On The Grid. Mein Name ist Claudio Schiesel und wir üben uns heute im Social Distancing mit Mario Kundersek, seines Zeichens Clubobmann und Parteichef der Freiheitlichen Partei im Steirischen Landtag. Ja, Herr Kundersek, wie geht es Ihnen mit der Corona-Krise? Naja, ich glaube, so wie fast allen Steirern und Österreichern habe ich sehr diszipliniert und ordentlich natürlich auch die Maßnahmen mitgetragen. Das ist auch Grund dafür, dass wir in Österreich diese Ebene der Gesundheitskrise sehr gut unter Kontrolle und im Griff haben und letztlich auch unsere Spitäler nicht überlastet haben. Aber insgesamt glaube ich schon auch, dass uns alle die Sorge begleitet, wie geht es weiter? Das heißt, die Krise hat ja nicht nur eine Facette, nämlich die Facette der Gesundheitsebene, sondern natürlich auch die Facette der Wirtschaft. Und da mache ich mir sehr große Sorgen, so wie viele andere Österreicher auch. Wie geht es mit unseren kleinen und mittleren Unternehmen weiter? Wie geht es in der Gastronomie weiter? Wie entwickeln sich die Arbeitslosenzahlen in den nächsten Wochen und Monaten? Also da haben wir einiges zu tun. Und ich hoffe, dass auch die Verantwortungsträger auf Landes-, aber auch Bundesebene hier rasch und effizient auch helfen und Maßnahmen setzen. Sie haben das jetzt eben schon angesprochen. Es gibt diese drei Punkte. Einerseits die Freiheits- und Demokratiekrise, die Wirtschaftskrise und die Gesundheitskrise. Ich möchte zur Gesundheitskrise etwas sagen, weil Sie auch angesprochen haben, dass in der Vergangenheit man immer mehr auf die Rechnungshöfe gehört hat, anstelle sozusagen an die auf die medizinischen Experten. Das heißt, wie wichtig ist es, eine strategische Reserve einerseits bei den Krankenhäusern und andererseits bei den Bundesheerfähigkeiten zu erhalten? Also man muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass diese Notwendigkeiten durchaus bekannt gewesen sind. Ich war selbst Verteidigungsminister und weiß deshalb auch, dass natürlich auch Pandemien etc. in der Beurteilung der Lage eine große Rolle gespielt haben. Was man nicht getan hat, ist allerdings über viele, viele Jahre diese Szenarien auch entsprechend strukturell, infrastrukturell und budgetär abzubilden, sodass man vorbereitet ist. Und wenn Sie das Bundesheer ansprechen, na bitte, das ist die strategische Reserve der Republik und das wäre auch die strategische Reserve im Gesundheitsbereich. Da hat man allerdings das Sanitätswesen in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren so weit nach unten geschraubt, dass wir letztlich hier keine Kapazitäten mehr haben. Das heißt, ich hoffe darauf, dass man zum einen in der Steiermark bei den dezentralen Standorten bei den Spitälern bleibt, dass man erkennt, wie notwendig und wichtig Spitalsversorgung auch flächendeckend ist. Aber ich hoffe auch darauf, dass diese angesprochene strategische Reserve, österreichisches Bundesheer, die Kräfte, die dort auch dann zum Einsatz kommen sollen, wenn andere es nicht mehr können, entsprechend ausgestattet werden und hier auch für die Zukunft bessere Vorbereitungen auch möglich sind. Angenommen, Sie wären jetzt Verteidigungsminister, wie würden Sie eigentlich da handeln? Also wenn ich Verteidigungsminister wäre, dann würde ich alles daran setzen, jetzt in der Krise trotzdem ein Budget zu verhandeln, dass es dem Bundesheer ermöglicht, ihren Aufgaben nachzukommen. Und schauen Sie, die Aufgaben bleiben ja trotzdem gleich. Wir haben die Grenzsicherung, wir haben die Auslandseinsätze, wir haben hoffentlich jetzt keine Katastrophen, aber wenn es welche geben würde, wie Unwetter, Hochwasser etc., wäre auch das Bundesheer zur Stelle und zusätzlich jetzt auch noch die Corona-Krise, wo das Bundesheer im Einsatz steht. Das heißt, jetzt ist, glaube ich, jedem Österreicher klar, wir brauchen die strategische Reserve österreichisches Bundesheer und ich würde jetzt als Verteidigungsminister alles daran setzen, mit dem Finanzminister ein entsprechendes Budget auszuverhandeln und damit auch präventiv jetzt schon für die nächsten krisenhaften Situationen gerüstet zu sein. Kommen wir zurück in die Steiermark. Die Landesregierung diskutiert gerade, wann der nächste Gemeinderatswahltermin stattfinden soll. Gerüchteweise sagt man Mitte Juni. Was halten Sie davon? Also schauen Sie, grundsätzlich, wir entscheiden es nicht. Die Freiheitliche Partei wird es nicht entscheiden. Entscheiden wird es ÖVP und SPÖ in der Steiermark. Ich gehe davon aus, dass diese Entscheidung schon längst gefallen ist. De facto hinter verschlossener Tür wird sich das Schützenhöfe und Land schon ausgemacht haben. Und da wird natürlich auch parteipolitisches Interesse dahinter stecken, den Wahltermin so zu finden, dass es für ÖVP und SPÖ passt. Für uns Freiheitliche ist klar, wir sind vorbereitet, organisatorisch. Wir haben schon einen Gemeinderatswahlkampf geführt und wir werden jetzt dann auch zu Ende führen. Aber letztlich um eines geht es schon auch, es braucht Stabilität und klare Verhältnisse in den Gemeinden. Ich glaube, das ist auch wichtig in Zeiten der Krise, das zu haben. Jetzt fängt der Landtagsbetrieb wieder an.
Wo ist da sozusagen jetzt der Fokus der Freiheitlichen? Also der Fokus der Freiheitlichen wird auf der Aufarbeitung der Corona-Krise sein. Und das wird uns noch Wochen, Monate, ja vielleicht sogar Jahre begleiten. Nämlich ja zum einen, und da habe ich heute hier auch angeregt im Zuge einer Pressekonferenz, ein Corona-Kabinett zu installieren, ja, das im Landtag auch möglich ist, dieses breite Feld der Corona-Krise abzuarbeiten, vom Gesundheits- über den Pflegebereich bis hinein zur Steuerung der Finanzflüsse, wo wir Freiheitliche schon wollen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. Das heißt, da werden wir unseren Fokus hinrichten. Und ja, ich habe auch jetzt bereits einen Auftrag gegeben, nämlich innerhalb der Parteistruktur, dass wir eine Corona-Strategie erarbeiten werden in den nächsten Wochen, wo wir auch als Freiheitliche natürlich alle Bereiche, alle Lebensbereiche, alle Politikbereiche der Steiermark abdecken werden, um hier bestmöglich die Steiermark durch diese Krise zu führen. Abschließender Satz. Ich hoffe aber auch, dass die Landesregierung Ähnliches tut, und ich hoffe auch, dass dieser immer wieder zitierte Schulterschluss weiter gelebt wird, nämlich ernsthaft gelebt wird, wo es auch möglich ist, andere Meinungen zuzulassen, Kritik zu üben und nicht sofort, wenn man das tut, als Lebensgefährder, als Corona-Leugner oder Sonstiges denunziert wird. Abschließende Frage, die Bundesregierung hat, das haben wir letzte Woche berichtet, hat mit dieser Schau auf mich, Schau auf dich Kampagne ja durchaus auch für Kritik gesorgt, weil eben das Rote Kreuz da quasi als alleiniger Partner zur Verfügung steht und gleichzeitig auch entgegen des Gesetzes auf kostenlose Beiträge in Privatmedien verzichtet, also sprich Privat-TV, Privatradio. Werden Sie bei solchen Themen in Zukunft mehr wieder das Ohr auf das Herz legen? Also wir haben, was diese Sache betrifft, glaube ich, sehr lautstark agiert und das haben auch angemerkt. Also mir ist vollkommen klar, dass es Kommunikationskanäle braucht, dass es Kampagnen braucht und dass die Regierung selbstverständlich danach trachtet, ihre Informationen an den Bürger zu bringen. Wo es allerdings kritisch wird, ist, wenn das in einem Dunstkreis passiert, wo man das Gefühl hat, da kennt man sich sehr intensiv, da gibt es vielleicht auch das eine oder andere an Geschäften, die da unter Freunden ausgemacht werden. Das darf nicht passieren. Und zum privaten Bereich vielleicht noch ein Satz. Ich würde mir wünschen, dass Medien auch ihre Gesamtverantwortung, ihre demokratiepolitische Verantwortung auch in Zeiten der Krise und ganz besonders dann lebt, vor allen Dingen auch vor dem 75-Jahr-Jubiläum der Zweiten Republik. Rechtsstaat, Freiheit und Demokratie gilt es jeden Tag zu verteidigen, durch die politischen Verantwortungsträger, durch die Menschen in diesem Land, aber natürlich auch durch die Vertreter der Medien. Das heißt, Sie werden weiterhin sozusagen den Leuten der Politik auf die Finger schauen? Selbstverständlich. Den Regierenden. Gut, dann sage ich danke, wünsche noch einen schönen Tag und weiterhin gute Gesundheit. Danke, alles Liebe. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.